Ja, guten Morgen und herzlich willkommen den neuen Gesichtern. Wir haben uns etwas gefüllt seit gestern. Ich glaube, wir erwarten sogar eigentlich noch mehr Menschen. Vielleicht kommen noch welche im Laufe des Tages. Ja, ich freue mich auf unseren zweiten Tag. Genau, wir hatten einen schönen Einstieg gestern. In den Gesprächen nachher beim Nachtessen hat man gemerkt, dass es viele Menschen beschäftigt hat, das Thema, dass die Vorträge oder überhaupt das Thema auch einiges angestoßen hat. Viele haben viel zu erzählen. Ich hoffe, es wird auch ein wenig Gelegenheit geben, dass einige auch sich noch einbringen können, so in Gesprächen, hier auch im Programm zum Teil oder Fragen. Ja, es sind viele spannende Themen und Fragen dabei. Schönes, Berührendes und natürlich auch so unumgänglich, auch beim Thema Psychiatrie, auch das Traurige oder das Trostlose, das Schwierige ist auch da. Ja, so bei den Einzelnen oder auch überhaupt. Auch, ja, auch im Hintergrund mal wieder ein wenig negative Aktivitäten, teilweise von Presse. Und Menschen, die finden, dass das nicht in Ordnung ist, was wir hier machen oder was wir sagen, dass Juliana, die Frau aus Brasilien, die gekommen ist, die morgen den Vortrag hält, hat, als sie davon gehört hat, gesagt, naja, das ist ein gutes Zeichen, das heißt, dass ihr wirklich was Neues macht. Ja, insofern freuen wir uns, dass wir hier diese Möglichkeit haben, ja inmitten dieser Welt so diesen Kongress zu haben und uns auszutauschen. Ja, ich wollte noch schnell anknüpfen an einen Vortrag von gestern. Die Anne hat eine schöne Zusammenfassung uns gemacht über die Geschichte der Psychiatrie und dann vor allem die Antipsychiatrie. Ja, leider haben es jetzt nicht alle gehört, aber ich wollte gern daran anknüpfen oder uns auch nochmal erinnern an den Standort, wo wir eben jetzt stehen im Zusammenhang mit dieser Geschichte in unserem Kurzporträt. Unser Kurzporträt und der Text zur alternativen Psychiatrie hängt übrigens in den Eingängen und bei der Anmeldung von Avanti, falls das noch jemand genauer interessiert. Hier im Kurzporträt steht ein Satz unter anderem, Avanti enthält Anti, lateinisch. Da wir die Haltung der Opposition der Antipsychiatrie der 60er Jahre gegen eine einseitige Lehrmeinung weitertragen wollen in ein neues Jahrtausend hinein. Und ja, ich wollte uns da ein bisschen in den Zusammenhang stellen oder wollte sagen, dass man eigentlich, wenn man Cooper und Lang als Antipsychiater nennt, könnte man dann auch Samuel Widmer nennen als den Antipsychiater, der den Faden dann wieder aufgenommen hat nach 30 Jahren, wo die Antipsychiatrie wieder ein bisschen verschwunden ist aus dem Blickfeld und vielleicht heute in einer noch schwierigeren und dunkleren Zeit, wo noch weniger alternative Dinge toleriert werden. Und ja, das ist das, wofür wir da sind eigentlich. Und dann war ja auch noch die Frage nach der spirituellen Dimension. Und das fand ich noch eine gute Frage, weil vielleicht war auch das, was damals in den 60er Jahren noch ein bisschen gefehlt hat. Es war halt sehr politisch. Und ich finde, der Samuel und dann auch wir haben
diesen politischen Faden auch wieder aufgenommen und gleichzeitig ist vielleicht so der Verdienst oder das Besondere, dass er diese spirituelle Dimension eben noch dazu getan hat. Und eigentlich ist eine Psychiatrie ohne spirituelle Dimension so etwas wie ein Mensch ohne Beine. Also ohne die spirituelle Dimension ist vieles in der Psychiatrie gar nicht verständlich oder gar nicht ganz. Ja, also das heißt, es braucht so alle diese Ebenen und Dimensionen, gesellschaftlich, politisch, psychisch, beziehungsmäßig und eben auch das, die Verbindung zu der anderen Dimension. Ja, das nur noch mal so zur Erinnerung oder zur Inspiration für heute. Und dann wünsche ich euch viel Vergnügen mit den Vorträgen und miteinander und einen schönen Tag heute. Hallo, guten Morgen. Heute erzähle ich euch den zweiten Teil meiner Geschichte, die auf einem alten Märchen beruht. Und gestern habe ich schon davon erzählt, wie ein kleiner Prinz durch eine brutale Erziehung zu einem König geworden ist, der sehr unsicher war und seine Macht, also quasi seine Unsicherheit hinter einer Fassade aus Macht und Arroganz verborgen hat und dann schließlich von einer Hexe in das Biest verwandelt wurde, was er in seinem Inneren schon länger war. Und nun geht es dem Königreich recht schlecht, denn ohne einen König kommt die Wirtschaft des Landes ins Wanken. Und viele verlieren in dieser Zeit ihr ganzes Hab und Gut. Und so geht es auch einem reichen Kaufmann. Er verliert alles und ihm bleibt nur ein winzig kleines Gut auf dem Land und seine schöne Tochter Bella. Bella hätte natürlich dem harten Leben auf dem Land entgehen können, denn es gab viele wohlhabende und auch gut aussehende Männer, die um ihre Hand anhielten. Aber sie brachte es einfach nicht übers Herz, ihren kränkelnden und armen Vater ganz allein zurückzulassen. So zogen die beiden denn nun auf das winzige Landgut und schufteten Tag ein, Tag aus sehr hart, um das Nötigste zum Überleben zu erwirtschaften. Doch eines Tages schien sich das Blatt zu wenden. Bella, Bella, schau nur, ich habe einen Brief bekommen. Darin steht, ein Schiff ist angekommen am Hafen mit Gütern von mir. Und ich habe schon geglaubt, alles sei verloren. Aber jetzt mit den Waren, da werde ich mein Geschäft neu aufbauen. Und es wird uns so gut gehen wie zuvor. Du wirst schon sehen, gleich morgen reite ich los. Und ich bringe dir ein Geschenk mit. Sag, was wünschst du dir? Ach, Vater, ich freue mich so für dich und komm nur gesund und wohlbehalten zu mir zurück. Das ist mir Geschenk genug. Ja, und vielleicht, wenn es dir gefällt und du siehst auf dem Weg eine schöne Rose, dann pflück sie für mich und ich will uns daraus einen Rosenstock ziehen. So ritt dann der Kaufmann frohgemut und voller Hoffnung in die Stadt. Die war einen Tagesritt entfernt und nahm seine Waren schon am frühen Abend in Empfang und fing gleich an, die feinen Stoffe und edlen Gewürze zu veräußern. Doch durch die anhaltend schlechte Lage im Land waren die Preise gefallen und niemand interessierte sich für
feine Stoffe und edle Gewürze. Auch am nächsten Tag hatte der Kaufmann nicht mehr Glück. Und er musste es dann wohl einsehen. Nun muss ich mit diesen paar Groschen zu meiner Tochter zurückkehren. Oh mein Gott, aber auf dem Rückweg, da komme ich am Schloss vorbei. Und ist der König auch verschwunden? So ist doch bestimmt sein Hofstaat noch da und wird mir das ein oder andere abkaufen. Traurig, aber mit einer winzigen Hoffnung im Herzen ritt der Kaufmann am nächsten Tag los. Diesmal hat er weniger Glück, denn es goss wie aus Kübeln und er kam gar nicht voran. Und dann am Abend kam er endlich zum Schloss. Er ritt durch den Schlossgarten und die feuchte Luft duftete nach Hunderten von Rosen. Alles sah aus wie immer, gepflegt und wunderschön. Doch kein Mensch war zu sehen. Er brachte sein Pferd in den Stall des Schlosses und auch da war niemand. Und weil er ja so solchen Hunger hatte, traute er sich sogar in das Schloss hinein, ganz vorsichtig. Hallo? Hallo? Ich bin ein Kaufmann und möchte meine Waren feilbieten. Ist denn hier niemand? Niemand antwortete, alles leer. So schlich er dann von Raum zu Raum und suchte, aber niemand war zu sehen. Schließlich fand er einen Saal und in dem Saal stand ein großer Tisch und darauf waren edle Speisen verteilt und im Kamin brannte ein heimeliges Feuer. Und weil er doch solchen Hunger hatte, nahm er sich von den feinen Speisen so ganz vorsichtig und als er einigermaßen satt war, da überkam ihn eine bleierne Müdigkeit und er legte sich auf einen Divan vor das Feuer und schlief ein. Dann am nächsten Morgen roch er frisches Brot. Der Geruch stieg ihm in die Nase und weckte ihn. Mein Gott, frisches Brot und immer noch niemand zu sehen. Das ist Zauberei, Hexerei. Hier bleibe ich keine Minute länger. Er schnappte sich ein Stück von dem Brot, lief in den Stall, sattelte sein Pferd und gerade als er ihm die Sporen geben wollte, da fiel ihm die Rose ein. Denn wenigstens diesen Wunsch konnte er seiner Tochter erfüllen. Und so brach er eine der schönen Rosen am Wegesrand ab, die dort zu Hunderten, zu Tausenden wuchsen. Und da hörte er ein Geräusch hinter sich. Wake up! Das Pferd scheute, warf ihn ab und stob davon. Und als er sich gerade wieder aufrichten wollte, da stand ein riesiges Ungeheuer über ihm. Oh mein Gott, Hilfe! Dein Geschrei wird dir nun auch nichts mehr helfen. Du elender Dieb hast es gewagt, eine meiner Rosen zu stehlen. Das wirst du mir büßen. Das Biest lief auf zwei Beinen und redete wie ein Mensch. Oh, bitte, bitte nein, hab Gnade mit mir. Ich hab diese Rose für mein Töchterlein gepflückt. Sie ist das liebste Wesen auf dieser Welt und hat doch nur noch mich. So, hab Gnade mit mir. Aha, ein Töchterchen also habt ihr. Nun, dann sehe ich noch eine Möglichkeit, euch zu verschonen. Schickt mir eure Tochter an eurer Stadt. Meine Tochter? Niemals! Nein, dann tötet mich lieber gleich hier auf der Stelle. Niemals. Nun, ihr wollt sterben? Vielleicht ein paar Tage in meinem Käfig werden eure Meinung ändern. Er warf sich mit diesen Worten den Kaufmann über die Schulter wie einen Sack Mehl, stopfte ihn in einen Käfig und hing ihn über das Tor des Schlosses. Und da hing er nun. Ein Tag, zwei Tage und schon brach der dritte Tag an.